So, da bin ich wieder heute mit dem weiteren Bitpanda Portfolio Update und wie ihr es im Titelbild schon gesehen habt, haben wir wieder eine grüne Woche auf dem Bitpanda Portfolio plus 2,2%, also um die 600 Euro sind wir momentan im Plus. Welche Coins diese Woche performt haben, das schauen wir uns wieder im Wochenrückblick an und dann gehen wir auf die News ein. Das Highlight diese Woche war auf jeden Fall, dass XRP die Klage der SEC gewonnen hat und nicht als Wertpapier eingestuft worden ist. Das erleichtert natürlich viele Halter. Viele Leute sind wieder in XRP reingegangen und der Kurs ist nach oben gegangen. Ich bin schon gespannt, wie die anderen Altcoins reagieren werden, die auch als Security eingestuft werden. Da haben wir nämlich auch schon leichte Pumps gesehen, zum Beispiel bei Polygon. Aber das schauen wir uns alles im Wochenrückblick dann genauer an. Dann springen wir noch kurz in die News und in die Charts von Bitcoin Best und Bantos. Wir werden heute aber eine Turbo-Folge machen. Ich werde mich ranhalten, denn ich habe ein bisschen einen Stress wegen im Urlaub. Ich habe mir gestern noch voll den Schädel angehaut. Ich weiß nicht, ob man das in der Kamera sieht und es nicht so gut, aber hier seht ihr die Beule. Ja, seht ihr die Beule? Und wenn ihr euch fragt, wie das passieren kann, ja, ich habe mich nicht geprügelt oder so. Nein, ich habe Heizkörper an den Wänden, an jeder Außenwand. Und ich wollte mich runterbücken und was aufheben und der Vorhang lag über dem Heizkörper drüber und ich habe genau die Kante vom Heizkörper erwischt, aber mit Vollgas halt in der Bewegung runter. Ja, sowas passiert auch nur mir und dann noch kurz davor, bevor ich noch zu einem Community-Mitglied fahre, ihm die Kappe bringen. Das habe ich gestern auch noch erledigt. Das war auch eine lustige Erfahrung. Ich glaube, ein Community-Treffen, Leute, wäre so lustig. Also die Community-Mitglieder, die ich bisher kennengelernt habe, kann ich mir gut in einem Raum vorstellen. Ich glaube, wir hätten alle eine ziemliche Gaudi. Wo wir gerade bei Kappengewinner sind, heute ziehen wir jetzt noch den Gewinner für das Best-Shirt. An den Gewinner, wenn du mir die Adresse heute noch schickst, kann ich das T-Shirt noch wegschicken. Ansonsten werde ich es erst nach meinem Urlaub wegschicken. Also nicht wundern, wieso das dann nicht gleich bei dir ankommt, falls du mir die Adresse später schickst. So, ich habe mich jetzt ein bisschen kleiner gemacht, damit man die Ziehung auch live sieht. Ich drücke jetzt auf den Startknopf. Im Hintergrund rennt das jetzt durch. Wer wird das schöne Best-T-Shirt? Gratuliere Daniel Schadenhöfer. Wie immer, Top-Video, Größe L. Kein Problem, Daniel. Größe L ist unterwegs zu dir. Du musst mir nur noch deine Adresse schicken. Ich schreibe dich dann kurz in den Kommentaren an. Wie gesagt, schickst du mir die Adresse heute noch, dann ist das T-Shirt morgen schon unterwegs zu dir. Falls nicht, dann kommt es erst, wenn ich aus dem Urlaub zurückkomme. Ja? Ja, ich hoffe, das T-Shirt gefällt dir und ich hoffe, das Gewinnspiel gefällt euch überhaupt allen, Leute. Ein paar T-Shirts sind noch da, keine Sorge. Also fleißig in die Kommentare schreiben, eure Größe, dann habt ihr die Chance, ein Best-T-Shirt zu gewinnen. Ich werde, das sage ich auch gleich, von dieser Box ein, zwei T-Shirts aber auch auf die Seite legen für ein neues Videoformat. Und ich habe mich nämlich zusammengetan mit jemandem von einer anderen Marketingagentur, der wirklich sehr, sehr begabt ist, was Video angeht. Also nicht wie ich, der überhaupt sehr schlecht mit Video ist, ja. Er ist wirklich begabt mit Video und wir werden draußen was machen. Also live auf Wiens Straßen. Wenn euch das interessiert, unbedingt den Kanal abonnieren. Es wird noch etwas dauern, ja. Also es kommt nicht sofort, Leute. Aber ihr wisst, im Hintergrund passiert was. Also es lohnt sich, dabei zu bleiben. Eigentlich wollte ich das Intro ja kurz und knapp machen, ist schon wieder mega lang. Starten wir endlich ins Video. So, im Hintergrund könnt ihr mein Bitpanda Portfolio sehen. Die Gewinner der Woche mache ich wie immer größer. Wir haben hier zum einen XRP mit über 62% im Plus, Solana mit über 96% im Plus, Nikola mit über 99% im Plus und XRP 2x Long mit über 132% im Plus. Ja, an alle XRP-Halter, ich gratuliere euch. Das hat sich jetzt richtig ausgezahlt, vor allem wenn man den Dip gekauft hat und da ordentlich nachgelegt hat. So, wie schaut es bei unserem Portfolio aus? Ja, wir waren ja letzte Woche bei 27,9 und sind eigentlich die ganze Zeit drunter gewesen. Dann ist sogar ein bisschen abgefallen. Dann haben wir es wieder auf die 28 probiert und dann ging es wieder runter und dann kam das Ergebnis mit der SEC. Und dann sind die Altcoins auch mitgezogen. Wir sehen nämlich Polygon hier mit über 17% im Plus und Polygon halten wir ja auch ein paar. Da ist die Position jetzt von bisschen 2000 Euro irgendwas jetzt auf 2733 raufgeschossen. Wir halten trotzdem weiter, wir verkaufen die noch nicht. Ja, das ist noch nicht mein Target zum Verkaufen bei Polygon. Wir haben jetzt unsere Staking Rewards immer gesammelt und nicht verkauft, auch bei Polygon im Dip nicht verkauft. Das heißt, wir halten diese Staking Rewards noch. Und die Grundposition am Polygon will ich ja sowieso länger halten. Ja? Ich schichte ja dann immer nur meine Rewards um. Und das werde ich aber erst machen, wenn wir wieder Richtung zu den 90 Cent unterwegs sind.
Wenn wir dort sind, dann werde ich anfangen, wieder die Rewards in andere Coins umzuschichten. Bis dahin sammle ich die Rewards einfach. Genauso bei der Graph, wenn wir über 20 Cent sind, werde ich dann wieder anfangen, meine Rewards umzuschichten. Gut, GRD ist auch gut gestiegen, Ethereum auch, aber Polygon war so der Main Driver neben Coinbase lustigerweise. Die Coinbase-Aktie, schauen wir uns das in den Beständen an. Die kleine Position Coinbase-Aktien, das bisschen mehr als die 5 Shares, sind jetzt über 500 Euro wieder wert. Gut, Coinbase war schon weit höher, also da ist noch Potenzial nach oben, ja. Aber man sieht, es hat sich von da irgendwo unten da so langsam raufgekämpft. Auch so kleine Positionen können performen und dann zu einer größeren Position werden, ja. Unsere Polygon-Position war ja ursprünglich auch viel kleiner als das jetzt, was sie jetzt ist, genauso wie unsere Best-Position, ja. Das heißt, man kann ruhig kleine Positionen aufbauen, wenn man immer wieder was nachlegt und die dann auch aufbaut, wenn sie dippen, kann daraus auch wieder was Großes werden. Bitte nicht vergessen, man hat immer manchmal einen Loser mit dabei, ja. Zum Beispiel wie Turbo, der ist ins Nirvana abgekackt. Das ist das Risiko, ja. Nicht jeder Altcoin wird es schaffen, die meisten Altcoin werden wahrscheinlich sogar es nicht schaffen. Kurzer Prozentsatzüberblick. Best ist jetzt wieder unter 65%. Das heißt, wenn Best jetzt stagniert, während die anderen Coins performen, kann es wieder sein, dass wir diesen Ziehharmonika-Effekt haben, dass wir sehen, dass diese Seite immer breiter wird. Vielleicht geht es wieder auf die 50%, wo wir uns dann 50.000 Best für die Altcoins holen könnten. Also wenn wir hier bei 50% sind und alles swappen würden, hätten wir nochmal 50.000 Best sozusagen. Kann auch mal sein, dass wir jetzt erleben eine Phase, wo alles viel stärker performt als Best, bis Best was announced, kann auch passieren. Dann sehen wir vielleicht mal 40% Best-Anteil oder die Altcoins pumpen gar nicht so lang und die Gewinne werden dann wieder in Best zurückgeswappt und wir sehen gar nicht so einen tiefen Rückgang und es springt wieder zurück. Gut, auf jeden Fall, Polygon ist auf fast 10% hoch. Das hat natürlich Best ein bisschen rüber gedrückt. Der Graph ist auf 7%, über 7% hoch. Das hat auch ein bisschen rübergedrückt, Coinbase etc. Vor kurzem noch 50 Euro wert die Aktie, jetzt 95 Euro wert. Die sind ja auch alle ein bisschen gestiegen. Das hat das Ganze ein bisschen wieder verschoben. Also noch 15% Anstieg und wir wären wieder bei 50-50 sozusagen. Also Best zu Altcoin. Kommen wir zu den Rewards. Ich blende mich mal aus, dass man das ein bisschen besser sieht. Da ist jetzt die zweite Woche im Juli um. Und wir haben es über die 100 Euro geschafft, weil die Kurse auch wieder gestiegen sind, sind die Rewards mehr wert. Dann haben wir noch den Casper Airdrop bekommen, das schauen wir uns gleich auf der Webseite auch noch an. Da habe ich auch ein paar ins Portfolio gelegt, das habe ich total vergessen zu erwähnen. Ich habe ein paar Casper gekauft, nicht viele, weil meistens nach dem Spotlight-Start sinkt der Coin einfach. Ja. Deswegen habe ich mir gedacht, ich kaufe jetzt mal 1000, ein bisschen mehr als 1000 Stück habe ich gekauft, das sind nicht mal 30 Euro oder so. Warte jetzt mal ab, was passiert und dann lege ich noch ein bisschen nach bei Casper, weil finde ich, ist auch ein sehr, sehr interessantes Projekt. Ich habe schon ein bisschen recherchiert für mein Video, wird aber noch ein bisschen länger dauern, damit ich das wirklich schön und detailliert machen kann, also erst nach dem Urlaub. Gut, zurück zu den Rewards. Ich wollte es nur kurz erwähnt haben, damit mir das keiner nachhält, dass ich das nicht gesagt habe. Ja, im Juni hatte ich etwas Sorge, weil es ein bisschen runterging, aber es scheint jetzt wieder bergauf zu gehen. Also schauen wir mal, was die nächsten Wochen bringen. Wenn wir so weiter performen, auf jeden Fall sollten wir auf ungefähr die 250 sogar kommen. Das wäre sehr positiv, was die Rewards angeht. Wenn wir es sogar drüber schaffen würden, wäre es vielleicht sogar der höchste Reward dieses Jahr und das im Juli. Ich habe ja erwartet, dass die drei Monate ein bisschen schlechter performen. Aber wenn das jetzt schon wieder dahin kommt, dann waren die drei Monate performance-technisch vom Jahr gesehen gar nicht so schlecht, sondern eigentlich ganz gut. Reward-technisch auch. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, ob wir die 250 dieses Monat knacken oder nicht, dann, ihr wisst Bescheid, abonniert den Kanal. Für die Quartalsvorschau wäre das auch sehr gut. Ja, wenn wir uns das dritte Quartal anschauen würden, wie auf 250, 250, 250, wären wir bei 750, hätten auch wieder einen höheren Stand. Also wenn die Kurse gleich bleiben oder weiter steigen, würden wir gut wegkommen dieses Quartal. Und wir würden dann hier auch schon die Steigerung schön sehen in 2023 von Quartal zu Quartal. Wird auch ein interessantes Rennen zwischen Q3 letztes Jahr und Q3 dieses Jahr. Bei 750 wären wir jetzt ungefähr, wenn die Kurse gleich bleiben. Und wenn die Kurse noch weiter steigen, könnten wir ja vielleicht das knacken. Das wäre sogar richtig, richtig schön bullish. Es ist jetzt noch schwer zu sagen. Es ist ja erst das erste Monat vom Quartal. Aber es könnte möglich sein, ja, also man sollte es nicht ausschließen. Vielleicht überraschen uns Q3 und Q4 noch. Ich würde mich freuen, wenn es da ein bisschen wieder steiler nach oben geht, hätte nichts dagegen. Dann wurde ich auch noch gefragt, wie viel Rewards hast du insgesamt auf Bitpanda eingenommen? Die Frage fand ich ganz interessant. Das sehen wir hier auf dieser Übersicht.
Insgesamt haben wir 10.754 Euro an Dividenden und Staking Rewards und Airdrops auf Bitpanda reinbekommen. Das wird alles hier reingerechnet und ja, zum Zeitpunkt des Erhalts. Ja, teilweise sind ja Coins dann mehr wert. Zum Beispiel, wenn wir Matic vor einer Woche bekommen haben, sind die jetzt natürlich 17% mehr wert. Sie werden aber nur gerechnet mit dem Wert, mit dem sie eingeliefert worden sind. Also wir haben auf Bitpanda schon mehr Rewards verdient, als was wir auf Bitpanda investiert haben. Das muss man ja auch mal festhalten. Dabei muss man sagen, dass das meiste davon vom BEST gekommen ist. Ja? Also 8.566 Euro haben wir schon an BEST Rewards eingenommen und Airdrops, die wir durch BEST erhalten haben, wie zum Beispiel den Casper Airdrop. Den schauen wir uns jetzt nämlich hier am Spotlight kurz an. Wenn ihr hier oben auf Entdecken geht, in der App ist es ganz unten, könnt ihr hier auf das Spotlight klicken und dann werden euch die Spotlight Coins angezeigt. Der letzte Coin war Casper. Wenn die hier live gehen, dann gibt es hier einen Countdown. Ihr müsst nur auf Folgen klicken, mindestens 10 Best halten und wenn der Countdown abläuft, dann bekommt ihr einen Airdrop. Wieso wiederhole ich das noch einmal? Weil es immer noch da draußen viele Leute gibt, die das nicht überrissen haben. Ich habe letztens, wie gesagt, mit jemandem geredet von einer anderen Marketingagentur, der auch selbst Bitpanda-User ist, der das Spotlight kannte, aber nicht verstanden hat, dass es da gratis Coins gibt. Ja? Das heißt, deswegen wiederhole ich das immer wieder, dass die Leute das checken. Hier könnt ihr gratis Coins abholen. Ihr müsst nur mindestens 10 Best halten. Dann werde ich auch immer gefragt, wie hoch ist der Airdrop? Wie viele Coins bekomme ich? Und das ist natürlich von Projekt zu Projekt unterschiedlich und liegt auch daran, wie viele Leute teilnehmen. Wir sehen, auf VIP 1 hochgerechnet waren es 22.137 Leute, die mit daran teilgenommen haben. Wenn man alles auf VIP 5 hochrechnet, wären es 4.427 VIP 5. Und je nachdem, wie hoch dein VIP-Level ist, das entschieden wird dadurch, wie viele Best du haltest auf Bitpanda, bekommst du dann eine Summe. Als VIP Level 1 hast du ein bisschen was über 21 Casper bekommen, das sind 52 Cent. Als VIP Level 5 hast du über 107 Casper bekommen und das sind 2,62 €. Und jetzt werden mich Leute fragen, aber wieso sollte ich das für 52 Cent machen, Henry? Das gibt für mich überhaupt keinen Sinn, ja? Wieso sollte ich 10 Base kaufen, damit ich dann 52 Cent claimen kann? Im Spotlight Portfolio kommen ganz kleine Kryptowährungen, also meistens Small Caps, neue, es gibt ab und zu Ausnahmen, ja, aber es sind meistens ganz neue Projekte. Casper gibt es noch nicht ganz lang, da hast du noch die Möglichkeit, dass es natürlich exponentiell nach oben geht, je nachdem wie erfolgreich das jeweilige Projekt ist. Und jetzt stell dir ganz einfach vor, ja, du investierst jetzt auf Bitpanda nicht mal 4 Euro für die 10 Base und claimst immer wieder die Spotlights. Jetzt sagen wir mal, Casper geht jetzt ab, macht ein 100x. Ja? Könnte durchaus möglich sein. Ja? Und jetzt sagen wir, du schaust nicht drauf, du haltest sie einfach und im nächsten Bullrun schaust du rein, Casper hat ein 100x gemacht. Dann sind diese 52 Cent 52 Euro wert. Und jetzt sagen wir, du hast mehrere Airdrops geclaimt und ein paar performen davon. Ja, und 100x ist ja nicht das Maximum. Ja? Vielleicht ist auch ein Coins bei den Airdrops dabei, der noch mehr schafft. Man bekommt ja immer wieder neue Coins. Ja? Es ist ja nicht eine einmalige Sache, dass es ein Airdrop ist, sondern da werden immer wieder neue Coins gelistet. Das heißt, ihr sammelt immer wieder Coins ein. Vielleicht sind ein paar Gewinner dabei, aber man soll sich auch nicht zu viel erwarten. Wenn wir hier in das Spotlight-Portfolio reinschauen, hier ein bisschen reinzoomen, seht ihr, das sind jetzt ein bisschen was über 50 Euro im Spotlight. Sagen wir, es macht ein X10 das Spotlight-Portfolio nicht schlecht, oder? Eine 500-Euro-Position kostenlos bekommen, einfach nur, dass ich Coins geclaimt habe. Verdoppelt sich es nur, ist es ein 100er, ja? Ein gratis 100er nur durchs Claimen von Coins, auch nicht schlecht. Und hättest du immer alles gleich verkauft, hättest du jetzt auch schon 80 Euro zum Investieren gehabt für irgendwas anderes. Ja, und hättest du es immer gleich beim Claimen in XRP zum Beispiel geswappt, hättest du noch mehr rausholen können, ja? Ich persönlich würde jedem empfehlen, diese Coins mitzunehmen. Du kannst nie wissen, ob nicht ein Projekt dann mit dabei ist, das wirklich dann durchstartet. Wenn ihr auf der Spotlight-Seite seid, könnt ihr auch ganz nach unten scrollen und könnt hier auf Folgen klicken, Newsletter abonnieren. Dann bekommt ihr auch immer Bescheid, wenn das nächste Spotlight gelauncht wird. So, das war's jetzt vom Wochenrückblick. Jetzt springen wir noch schnell in die News. Ist jetzt keine richtige News, aber der Tweet vom Lukas, den fand ich sehr interessant. Der hat nämlich herausgehoben, dass schon über 1000 Multichain-Tokens auf dem Pantos-Testnetz registriert worden sind. Und das ist schon mal eine Hausnummer, oder? Über 1000 Multichain-Tokens auf dem Pantos-Testnet. Natürlich müssen wir dann beobachten,
wie viele ernsthafte Projekte auf Bantos aufbauen, sobald jetzt das Mainnet live ist. Auf dem Testnetz kann es natürlich sein, dass sehr viele Leute einfach zum Spaß ein Token aufgemacht haben, einfach um es mal zu testen. Ja? Das heißt nicht, dass die im späteren Verlauf dann ein Projekt starten auf Bantos, aber man weiß es halt nicht. Ja? Man muss das weiter beobachten. Und sobald das Mainnet live geht auf Bantos, können wir dann auch die Projekte ein bisschen genauer beobachten, schauen, was sich da so langsam auf Bantos aufbaut. Jetzt springen wir zur Hauptnews dieser Woche, nämlich der Q2 Best Block. Dafür habe ich ein eigenes Video gemacht. Ich werde jetzt nicht nochmal alles wiederholen. Die wichtigsten Punkte für mich aus diesem Block. Fast 50% der Tokens liegen schon bei Usern. Das ist eine sehr wichtige Erkenntnis. Das heißt, es geht langsam an diese Reserve von Bitpanda. Die haben wir schon ein bisschen angekratzt. Um ganze 7% sind die Bestbestände der User gestiegen. Und wir sehen einen Anstieg von 11% bei den VIP-Levels über Level 1. Das ist auch sehr gut. Das heißt, die Leute stocken da auf die nächsten Levels auf. Auch gut zu hören ist, dass sie noch transparenter werden wollen, dass wir mehr Zahlen im Block bekommen werden, eigene Performance-KPIs und dass ein Komitee gebildet wird aus Best-Team-Membern, Branchenexperten und die Community darf auch noch mitwirken. Dazu bekommen wir aber noch mehr Informationen. Wie das Ganze dann ablaufen wird, das wissen wir jetzt selbst noch nicht. Das war nun mal dieses Grundannouncement, dass das kommen wird. Das waren jetzt so die wichtigsten Punkte. Alles andere habe ich schön in einem Video aufgeschlüsselt. Das ist ein ziemlich langer Blog. Das Video geht, glaube ich, 20 Minuten oder so, ja. Aber kann man sich auf jeden Fall anschauen. Habe am Anfang unabsichtlich die ungeschnittene Version hochgeladen und alle Leute schreiben mich an, hey Henry, das Video ist eine Stunde lang. Was ist los mit dir? Das war nicht absichtlich, ja. Ich habe unabsichtlich die falsche Datei ausgewählt. Habt ihr mal das Uncut bekommen und gesehen, wie viel Arbeit hinter einem Video steckt, ja, wie viel Zeit man da eigentlich reinsteckt mit dem ganzen Grafiken machen etc. Zieht sich das alles, dann verspricht man sich noch, ja, da wird so ein 20-Minuten-Video schnell mal eine Stunde lang, dass man auf 20 Minuten runterschneidet. Ein paar Leute fanden es auch interessant, das Ganze mal so zu sehen. Ja, ich glaube, gut ist es für ein Trinkspiel, wenn jedes bei jedem Versprecher ein Schnapsi, dann würde das Video einen Spaß machen, glaube ich. Ansonsten ist es ein bisschen krampfig, weil ich mache ja auch immer dazwischen riesige Pausen, wo ich dann irgendwas vorbereite für das nächste Bild. Gut, soviel zu dem Thema. Jetzt schauen wir uns noch die neuen Coins auf Bitpanda an. Zum einen ist jetzt Casper Live. Da ist jetzt nicht nur der Airdrop gekommen, sondern den kann man jetzt auch schon auf Bitpanda handeln. Halt nur über das Spotlight-Menü, nicht über die Preise. Also ihr müsst wirklich über das Spotlight-Menü reingehen. Dann findet ihr den Coin. Dann gab es noch eine Neuheit, Space ID ID, Empire ADEX und Stellar mit dem Ticker-Symbol Alpha. Ja, das waren jetzt auch schon alle Neuzugänge und alle News. Mehr ist die Woche jetzt nicht passiert. Aber im Hintergrund wird noch fleißig gebaut. Ich bin echt schon gespannt, was Bitpanda für Q3, Q4 noch in diesem Jahr announcen wird. Jetzt springen wir noch schnell in die Charts. So, ich zoome da jetzt noch ein bisschen rein, weil ich wollte den Kanal da noch ein bisschen verlängern. Weil wir sind da jetzt einmal durchgebrochen sozusagen. Oh, jetzt habe ich ein bisschen verzogen. Aber nur, dass man sich es vorstellen kann. Wir sind jetzt einmal nach oben durchgebrochen. Eigentlich ein sehr schönes Signal. Wir haben dann eine kleine Korrektur gesehen. Jetzt verharren wir gerade ein bisschen drunter. Aber allgemein kommt mir die Stimmung immer bullischer vor. Auch vor allem jetzt mit diesem Ergebnis bei Ripple, glaube ich, atmen viele Leute wieder auf. Es sind doch nicht alles Wertpapiere, ja. Vielleicht stagniert jetzt Bitcoin ein bisschen weiter und die Altcoins performen jetzt mal. Und dann wandert wieder ein bisschen was in Bitcoin rein und dann sehen wir den Breakout da drüber. Könnte ich mir gut vorstellen. Vielleicht kriegen aber die Leute auch so FOMO jetzt im Moment, dass wir einfach weiter steigen. Kann auch gut passieren, ja. Auf jeden Fall war Werners Prognose goldrichtig. Wir müssen ein bisschen mehr Copy-Trade Werner machen. Irgendwo hier haben wir den Podcast aufgenommen und da hat er diese Seitwärtsphase schon gerochen. Ist er goldrichtig gelegen? Vielleicht sehen wir aber jetzt in der kommenden Woche den Breakout drüber. Wenn jetzt zum Beispiel nächste Woche der ETF genehmigt wird, oder es da schon Insider gibt, die wissen, dass der jetzt durchgeht, piu, dann glaube ich, schießen wir da schön drüber. Vielleicht zieht es sich auch noch ein bisschen länger, als ich mir das erwarte, aber ich denke mir eigentlich, dass der Antrag bald durch ist. Wenn er durchgeht, erwarte ich mir auf jeden Fall noch weitere steigende Kurse. Wenn wir mal durch dieses Level durch sind, dann glaube ich, ist der Weg zu den 40k eigentlich schön frei, dass wir da mal in die Richtung schön hoch pushen können. Jetzt habe ich es gesagt, jetzt macht Bitcoin genau das Gegenteil. Wahrscheinlich performen die allzu gut. Bitcoin gibt nach, kann auch sein. So viel zum Bitcoin, jetzt springen wir zum Best. So, dann kommen wir zum Best. Da hat sich ja auch nicht viel getan. Da pendeln wir gerade auf der Oberseite unserer Akkumulationszone hier. Auf dem Broker sind wir ein bisschen weiter unten. Das heißt, mehr Leute verkaufen am Broker.
Ich kann mir gut vorstellen, dass gestern nicht jeder Cash auf Bitpanda hatte, dann noch bei XRP unbedingt mitmischen wollte. Die haben dann vielleicht ein paar Best hergenommen, um dann rüber zu swappen. Ich bin gespannt, wie viele dann ihre Gewinne mitnehmen und dann wieder zurück swappen, ob wir dann nicht vielleicht sogar einen kleinen Push bei Best sehen. Im Moment sehen wir den noch nicht, aber wir sehen auch keinen stärkeren Abverkauf. Wenn wir auf den Eintageschart schauen, sehen wir hier auf dem Broker, haben wir eine V-förmige Erholung gehabt, da ging der Dip kurz runter, wurde gleich wieder aufgekauft. Mal schauen, wie es sich jetzt weiterfällt. Ich glaube, jetzt werden nicht mehr so viele Leute swappen. Was erwarte ich mir jetzt für den Best? Also wenn die Leute gut Gewinne gemacht haben und zurück swappen, vielleicht pusht es uns sehr schnell über die 40 Cent. Ansonsten glaube ich eigentlich, dass wir uns da langsam hochkämpfen werden. Ja, das mit XRP ist jetzt wieder komplett in den Nachrichten. Das heißt, es werden wieder mehr Leute sozusagen in den Kryptomarkt gelockt durch bullische News, durch solche Kursgains. Natürlich will jeder auf den Zug mit aufspringen. Bitpanda ist regulierte Börse, wird das sicher ein paar User abgreifen, die dann vielleicht auch wieder Best entdecken. Und das ist natürlich auch gut für den Best, wenn die Leute entdecken, dass es dann Vorteile mit Best gibt und die dann auch ein paar Best aufstocken oder Best kaufen, um dann die Airdrops zu claimen. Ich frage mich, wie man das Spotlight gestalten könnte, dass es noch eindeutiger ersichtlich ist, dass man da Coins bekommt. Ich weiß nicht, wie man es noch deutlicher machen kann. Vielleicht habt ihr ja ein paar Ideen. Schreibt sie mir gerne unten in die Kommentare, weil anscheinend ein paar Leute kriegen es noch immer nicht mit. Also ich glaube, das könnte schon viele VIP 1 bringen, die dann in Zukunft natürlich dann auch vielleicht aufstocken. Ja? Das sollte man nicht unterschätzen. Man muss es halt gut bewerben, sodass jeder auch versteht, was das ist. Ich glaube, die Mehrheit der Leute sehen den neuen Blogpost sehr positiv. Ein paar Leute haben, wie gesagt, Fahrt gemacht, irgendwas mit 15 Cent geschrieben. Davon sehe ich bis jetzt noch nichts. Vielleicht kommt es noch, wer weiß, aber ja, ich sehe diesen riesen Abverkauf noch nicht. So viel zu Best, jetzt springen wir noch schnell zu Bantos. Da war es ja ziemlich volatil. Auf dem Broker, muss man sagen, hat man das gar nicht so mitbekommen. Da ist es auf die 7 Cent und ist dann so bei den 7 Cent verweilt. Wenn wir uns das hier im Broker anschauen, sind wir hier raufgelaufen auf die 7 Cent und sind dann in dieser Region verblieben. Und auch wenn wir auf die Candlesticks wechseln, sehen wir kein anderes Bild. Also wir sind einmal hochgelaufen und dann sind wir um die 7 Cent herumgelaufen. Was wir aber auf One Trading beobachten können, ist, dass es hier viel volatiler ist. Ihr müsst mal schauen, wie viel Volumen hier in diesen Zeiträumen dann auf einmal da war. Ja? Und hier haben Leute richtig abverkauft, wieder hochgekauft, abverkauft, hochgekauft. Ja? Also da ist es richtig abgegangen in dem Zeitraum. Also wir sehen hier auf jeden Fall die Volumen-Spikes. Ja? Und da war richtig viel Bewegung drinnen, was man am Broker jetzt nicht wirklich mitbekommen hat. Da sehen wir einfach nur diese Bewegung hier rauf. Ja? Und dass es da nochmal so tief runtergegangen ist, da hat jemand in den Markt verkauft. Oder ich weiß, oder die Orderdichte ist einfach zu gering. Können wir mal ins Orderbuch schauen. Ja, es liegen einfach immer weniger Bantos und immer weniger Best im Orderbuch auch. Wenn es so weitergeht, kommt es dann wirklich nur noch darauf an, wie sich die Leute am Broker verhalten. Und der One Trading zieht dann eh im Endeffekt hinterher. Ein paar haben gesagt, es hat sie geärgert, dass sie nicht gleich ihre BTC etc. von One Trading weggeschickt haben, wie ich die News gebracht habe. Weil jetzt hat sich die BTC-Auszahlung verzehnfacht. Ja? Und das ist natürlich schon ärgerlich für die Leute, die nicht vorher einfach kostenlos ihre Assets rübergeschoben haben. Ja, ich bin gespannt, wie lange es noch One Trading geben wird. Ob sie es schaffen, sich durchzusetzen. Was sagt ihr? Schreibt es mir unten in die Kommentare. Und ja, das Volumen bei Best und bei Bantos ist unterirdisch. Also 732 Euro Volumen bei Best in den letzten 24 Stunden auf One Trading. Und 389 Euro Volumen bei Bantos in den letzten 24 Stunden. Das ist einfach gar nichts. Also man sieht wirklich, alles spielt sich nur noch am Broker ab. Was mich noch interessieren würde, ist, ob One Trading mit Bitpanda einen Vertrag hat und dass sie gewährleisten, dass die Coins weiter gelistet bleiben. Weil wenn das Volumen immer weiter sinkt und das ist dann irgendwann mal auf Null, dann werden sie das doch delisten, oder? Dann werden sie doch Bantos und Best raushauen, außer sie haben irgendeinen Vertrag mit Bitpanda gemacht. Ja, was erwarte ich mir jetzt für Bantos? Eigentlich nicht viel. Vielleicht swappen ein paar Leute wie bei Best dann wieder ihre Gains in Bantos rein und wir pushen über die 7 Cent. Im Moment, ja, verharren wir hier in diesem Kanal. Mal schauen, wie sich die Woche abspielt. Aber wenn keine großen Announcements kommen, glaube ich, werden wir weiter hier ein bisschen herumgammeln. Es wäre auf jeden Fall schön, wenn wir in der kommenden Woche uns wenigstens über den 7 Cent halten würden. Ob so kommt, das werden wir dann sehen. Ja, das war es jetzt auch schon von diesem Bitpanda Portfolio Update. Wenn ihr wieder ein T-Shirt gewinnen wollt, nicht vergessen, unten in die Kommentare eure T-Shirt-Größe. Ein Gewinner wird dann wieder gezogen. Ich bin mir nicht sicher, ob das im Urlaub mit dem Aufnehmen klappt. Ich habe es mir vorgenommen, aber seid nicht böse, wenn es ein bisschen länger dauert, bis das nächste Video kommt.
Ein Video habe ich vorbereitet, das kommt am Mittwoch über Polkadot. Da analysieren wir das Q2. Ist noch nicht ganz fertig, muss ich auch noch ein paar Kleinigkeiten machen, aber es soll dann am Mittwoch kommen. Wird ein sehr langes Video, kann ich schon sagen, aber auch ein sehr interessantes Video. Gut, ich wünsche euch noch eine angenehme Woche. Haltet die Ohren steif, bleibt gesund und wir sehen uns im nächsten Video. So, da bin ich wieder heute mit dem Bitpanda Portfolio Update. Und ja, wir haben eine eine schöne grüne Woche. Wenn euch das interessiert, unbedingt den Kaban.